Herzlich willkommen zu einem neuen Video von The Bakery, die Agentur für Online-Händler. In dieser Folge wollen wir euch zeigen, wie ihr WordPress und WooCommerce mit ChatGPT verbindet. Damit erhaltet ihr die Möglichkeit, automatisiert Blogbeiträge erstellen zu lassen oder aber eure Produkte mit Produktbeschreibungen versehen zu lassen. Wie das geht, erfahrt ihr jetzt. Vorab nur noch der Hinweis, dass wir euch oben rechts unsere WordPress-Agentur-Seite verlinkt haben. Benötigt ihr also Hilfe bei der Erstellung, Optimierung oder sonstigem, scheut euch nicht, das Kontaktformular auszufüllen und einen Ersttermin mit unseren Experten zu vereinbaren. Doch switchen wir rüber zu unserer vollkommen frischen, neuen, leeren WordPress-Seite. Ihr benötigt letztendlich nur ein einziges Plugin dafür. Dementsprechend gehen wir in den Plugin-Bereich und fügen ein neues hinzu. Gebt hier in die Suche AI Power ein und wählt das erste Ergebnis aus. Nun müsst ihr dieses erst installieren und anschließend aktivieren. Schon seht ihr, dass GPT AI Power nun eurer Seitenleiste hinzugefügt wurde. Was nun wichtig ist, damit das Plugin auf eure ChatGPT Property zugreifen kann, ist die Implementierung des API Keys. Den würden wir dann in den Settings im Menüpunkt AI Engine hier eintragen. Doch wie generiert ihr diesen? Am einfachsten ist, ihr merkt euch die Domain openai.com und geht anschließend auf eines der Untermenüs im Header. Dann müsst ihr euch einloggen und oben rechts auf eure Profileinstellungen gehen und da seht ihr schon den Unterpunkt View API Keys. Wir erstellen für dieses Video mal einen neuen und kopieren uns diesen. Wenn ihr das gemacht habt, geht zurück in euer WordPress Backend. Fügt, wie eben schon erwähnt, den Key hier als API-Key ein und speichert ab. Somit habt ihr eure WordPress-Seite bzw. euren WooCommerce-Shop mit eurer ChatGPT-Property verbunden und könnt nun von den Vorteilen profitieren. Dass das funktioniert, testen wir nun anhand eines automatisch erstellten Blogbeitrags. Dafür ist es wichtig, statt auf Add New nun auf Generate New Post zu klicken. Letztendlich müsst ihr nun nichts anderes mehr tun, als den Titel und somit auch das Thema dieses Blogartikels vorzugeben und auf Generate zu klicken. Ihr hättet aber auch noch Einfluss auf einige individuelle Faktoren, wie die Sprache und den Style/Tone. Also soll das Ganze eher formell oder doch humoristisch, emotional, fiktional oder analytisch verfasst sein. Was ist der Hintergrund dessen? Ist es ein journalistischer Artikel, der gewünscht ist? Oder doch eher ein historischer Beitrag? Ihr könnt im SEO-Tab eingeben, ob basierend auf dem Inhalt dann auch eine Meta-Description verfasst werden soll. Was auch spannend ist, dass nicht nur Text verarbeitet wird, sondern auch DALL-E dafür verwendet wird, passende Bilder zu KI generieren. Klickt euch hier einfach mal durch und schaut, was noch so alles möglich ist. Sollte es dazu Fragen geben, schreibt uns diese in die Kommentare. Nun lassen wir uns den Blogartikel generieren und ihr werdet sehen, in wie kurzer Zeit das Ganze vonstatten geht. Natürlich steht es euch nun noch frei, den Text AI paraphrasieren zu lassen. Wie das mithilfe des Paraphrasers geht, haben wir euch bereits in einer Folge zuvor gezeigt. Auch diese ist noch einmal oben rechts verlinkt. Wir speichern uns das mal als Draft ab und schauen es als Preview an. Wie ihr seht, wurden Bilder generiert, Absätze gesetzt, Zwischenüberschriften gefunden und. Die KI hat also ganze Arbeit geleistet. Doch das ist nur ein Teil, den dieses Plugin leisten kann. Außerdem könnt ihr damit Produkttexte verfassen, euer SEO verbessern, euch Titel vorschlagen lassen für Posts, Produkte und Seiten, ihr könnt Speech-to-Post nutzen, also eine Audio per KI in einen Text umwandeln und noch vieles weitere. Das Ganze ist prinzipiell kostenlos, wird aber in einigen Punkten dann eingeschränkt, wenn ihr es mit dem Free-Plan nutzt. Beispielsweise die Add-Keyword-Funktion ist nur den Pro-Usern zugänglich. Wollt ihr davon auch profitieren, kostet euch das $5,99 im Monat pro Seite. Somit habt ihr einen weiteren Ansatz, euer Content-Game ein wenig zu erleichtern, indem ihr nicht nur ChatGPT nutzt, sondern die komplette OpenAI-Power nutzt, wozu dann beispielsweise auch DALL-E zählt. Und das alles aus eurem WordPress-Backend heraus. Was ist eure Meinung dazu?
Werdet ihr als WordPress-User dieses Plugin zukünftig nutzen oder nicht? Schreibt es uns in die Kommentare. Wir halten euch hier auf dem Laufenden, wie sich die KI-Thematik in den nächsten Wochen und Monaten weiterentwickelt. Solltest du das also nicht verpassen wollen, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Willst du noch weiter in die Welt des Online-Handels und Marketings eintauchen, profitiere direkt unter dem Video von unserer Kanalmitgliedschaft. Für alle Fachfragen und Anliegen stehen euch unsere Experten bereit. Unsere Seite ist wie gesagt oben rechts und in der Videobeschreibung verlinkt. Bis zur nächsten Folge, euch alles Gute, wünscht euch euer eBakery-Team.